Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir sind im Orbit von Ryan's Fate, ein öder Wüstenplanet, wie man sieht, und wir haben hier ein paar schöne Aufträge zu erledigen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie schön sind. Wir haben hier ein Kampf nochmal, zwei Kämpfe. Gut, dann nehmen wir doch erstmal den, wo es mehr Schrott gibt. Ich hoffe ja immer noch auf einen Highlander oder einen King Crab oder einen Atlas. Ja, also King Crab, Atlas wären mir natürlich am liebsten. Das wäre schon ordentlich cool. Definitiver Feindkontakt. Eine schlagkräftige Kampfeinheit aus zwei Mech-Lanzern ist auf Ryan's Fate gelandet und bricht damit alle diesbezüglichen Abkommen vor Ort. Sie müssen die Streitmacht der Piraten angreifen und ausschalten. Dadurch senden sie eine deutliche Nachricht. Nicht genehmigte Militäreinsätze auf Ryan's Fate werden gewaltsam und gnadenlos unterbunden. Niemand darf entkommen. Schneiden Sie sich an, Commander. Zwei schwer bewaffnete Lanzen. Zwei. Naja, das wird hart. Attentat. Ja, das wird auch schön. So, zwei Lanzen also. Wir wollen Schrott. Alles andere ist im Moment nicht so wirklich knapp. Wir nehmen einfach die Lanze vom letzten Mal. Die hat wunderbar funktioniert. Zerstöre die feindlichen Einheiten. Das kriegen wir hin, denke ich. Command Interface initiated. Wir nähern uns der feindlichen Landungszone, Commander. Augen auf. Seien Sie auf der Hut, wir rechnen mit heftigem Widerstand. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter, Sie wissen, dass wir kommen, Oliveira. Ende. Okay. Sieht schon richtig geil aus hier. Das hier ist die einzig brauchbare Deckung irgendwie. Hier rechts geht nicht besonders viel. On my way. Und ansonsten haben wir halt hier diese Windhosen, Staubstürme, was auch immer. Noch nichts zu sehen, okay. Copy that. Da haben wir ein Fahrzeug. Na gut, Fahrzeuge haben wenigstens nicht so viele Trefferzonen. Move into position. Aye, aye. Da wird sich dann Steelhawk vielleicht mal um dieses Fahrzeug gleich kümmern. Kommt drauf an, was hier sonst noch so auftaucht. In Phase 3 haben die irgendjemanden. Und das Fahrzeug ist in Phase 2 dran, wie es aussieht. Also haben die wieder einen Cyclops dabei. Also mit Daddy und Patriot wären wir gerade sowieso nicht in Schussweite gekommen. Deswegen können wir da dem Fahrzeug den Vortritt lassen. Dann kann es hier so ein bisschen wahrscheinlich um die Steine sogar außen rum rollen. Ein bisschen näher kommen. Und dann kann Mike hier Sichtkontakt herstellen. Steelhawk ist auch ein Mike, aber... Na, da braucht ein Spotter, wie es aussieht. Good to go. Kannst du hier in Deckung springen irgendwie? Nee, leider nicht. Engaging jump jets. Hostile on sensors. Das ist der Cyclops, vermute ich. Ein Shrek
Und wir haben den hier von hinten. Auch von hinten ist aber krass gut, ne? Und wir treffen den sogar. Ja gut, so viel dazu. Mann, echt? Standing by. Patriot. Mano. So, rechte Seite. Good to go. Affirmative. Oh, da rechts ist noch ein Mac. Wie schwer bist du? 90 Tonner. Ah, okay. Nachher haben die zwei Cyclopse dabei. Das traue ich denen direkt zu. So, wir sparen ein bisschen Munition und sowas. Das müsste eigentlich auch so hinhauen. So viel zum Thema Munition sparen, herrlich. Wo haben wir das Ding denn getroffen? Im Turm zweimal oder so? Nee. Ich feuer alles. Ich das Ding hier nochmal dran kommen lasse, weil sich die Raketen so blöde verteilen. So, jetzt haben wir 90 Tonnen links und einen rechts. Yes, Commander. Klasse Sache das. Drüben kommt Patriot aber irgendwie auch nicht ran, ne? Wir sind in Phase 2 dran. Quasi zeitgleich mit Patriot. Na, was bist du denn? Cyclops, Q-Variante. Also nicht der mit dem Computer drin. Und da ist das andere, die Z-Variante. Klasse. So, und du kannst mega geil ausweichen. Orders. Eek. Commander. Da das von wo aus triffst du ihn nur von rechts? Ja. Waiting for orders. Roger that. Das Bein ist aber auch fies gepanzert, ne? Da können wir auch durch genauso gut eigentlich durch den Torso durchgehen. Und hat er da was drin, was Spannendes? LSR-Munition. Ja, geil. Confirm. Critical hit, Commander. Okay, die haben noch mehr, was sich in Phase 2 bewegen darf, scheinbar. Das hier wird auch ein gezielter Schuss, denke ich. Here we go. Damit da ordentlich was bei rumkommt. Copy that. So,
Pause zerstört. Kein Crit an der Munition leider. Da kommt noch ein 80-Tonner. Ein Banshee oder sowas. Der Stalker ist, kann ich mir nie merken, ob der ein 80-Tonner oder ein 85-Tonner ist. Ha, daneben. No, aber da jetzt ist ganz schön heiß, stelle ich bei der Gelegenheit fest. What's up, boss? Orders. I copy. So, wir benutzen hier diesen Stein so ein bisschen als Deckung. Fire. Und da bin ich irgendwie über unebenes Gelände gelaufen scheinbar. Spitzenpilot. Mal sehen, vielleicht hat ihn das ein bisschen besser in Reichweite von Steelhawks Waffen gebracht. Sieht nicht so aus. Nee, da kommen wir so oder so nicht gut ran. Doch. Ich muss das Zeug nur aktivieren, um das zu sehen. Ja. Nee, aber besser wird's nicht. Da können wir sogar noch einen gezielten Schuss abgeben. Lohnt sich das schon? Jetzt sind noch 200 Punkte. Da sparen wir uns den lieber für die nächste Runde auf den gezielten Schuss. So hat er natürlich das Gauss-Geschütz direkt verfehlt. Passiert. Ach, der gezielte Schuss hätte ihn natürlich eine Runde wieder nach hinten. Er war ja zwischendurch dran. Receiving you. Ja, direkt von vorne im Bauch eigentlich, oder? Confirmed. So, Mini-Bewegung. Und dann brauchen wir 123 Punkte Schaden. Lieber Hitze oder lieber... Ach, ehe die dran sind, sind wir noch abgekühlt. So, 123 Punkte Schaden brauchen wir. 35, 60, 90, 120... Got it. Oh, 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 oh. Zu viel abgeschaltet. Ja, geil. Waiting for orders. So, da muss Daditz jetzt hier so ein bisschen die Kastanien aus dem Feuer holen. Das sind noch 43 Punkte für den Center Torso, bitte. Let's go. Tango down. Dankeschön. Oh, der Victor hat Sichtkontakt. Wie zum Kuckuck. Ah.
Na gut. Ich meine, wenn er uns sehen kann, können wir ihn natürlich auch sehen. Oh, sorry, Daddels. Good to go. On my way. So, kleine Bewegung auf die Seite hier. Confirmed. Und dann ein bisschen vorbereiten gegen das Feuer. So, dann machen wir ihn mal ein bisschen kaputt. Ungefähr so. Solid connection on that? Give him everything you've got. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der Cyclops. Mega-Betrug. So, Daddels. Du darfst hier einmal in Deckung springen. Kurz abkühlen. Dich ein bisschen verbarrikadieren. So, Patriot hält sich ein bisschen zurück, dann sind wir nämlich als Erste in Phase 1 dran. Können diesen Victor vielleicht erledigen. Ja, so war das nicht gedacht mit dem Verstecken. Aber gut. So, der ist noch nicht mal unsicher. Aber unser Kumpel Mikey ist natürlich Profi und wird ihn deshalb volle Granate von der Seite erwischen. Vielleicht von ganz hier hinten. Und nebenbei noch ein Sensorkontakt. Ein 95 Tonner. Naja. Immerhin. Ja, ungefähr so. Tango down. Habe ich mir das schon ein bisschen vorgestellt. Need something, Chief? Copy that. Ja, ich bräuchte einmal eine Expresszerstörung. Ich weiß, das ist jetzt die Seite und so, aber hier hast du wenigstens Deckung. Roger. Und es schlägt trotzdem alles in den seitlichen Torso ein. LSR-Munitionsexplosion. Nehmen wir mit. Hat es halt wirklich nur ganz genau den seitlichen Torso weggesprengt. Da gab es keinen Durchschlag. Ready for orders. Okay, wenn du es sagst. So, Patriot versuchen wir richtig schnell, richtig dicht ranzubringen. Copy that. Der darf dann nämlich gleich nochmal. Oh, da war eine Menge Kopftreffer dabei. Jo.
auf jeden Fall auch genug. That's a kill. Show me your war face. Also jetzt müssen die erstmal hier wieder rankommen irgendwie. Mit ihrem 95-Tonner. Holding, aye. Und was haben sie noch mitgebracht? Einen 80-Tonner noch. What do you need? Ich brauche dich eigentlich gerade nur so ein bisschen als Aufklärer und dass du ein bisschen abkühlst. Bisschen Deckung darf er aber schon nehmen, weil der Center Torso ja schon ein bisschen kaputt ist. Was haben wir denn da? Ein Banshee. Ach ja, richtig. Lalalala. So, Patriot kommt nirgendwo ran im Moment. Waiting for orders. Yes, Commander. Da überlege ich gerade, ob sich echt lohnt, auf den Kopf zu gehen bei ihm. Ah, ich denke schon, ne? Ansonsten dauert das wieder ewig. Er umfällt. Locking in all weapon systems. Das sah eher nach Torso aus. Hat ihn auch nicht sonderlich gejuckt. Nee. Got something mit you der want ganzen done? Absorption, die er da fährt, ist ihm das so egal. Roger. So, Stalker, kurz Rückwärtsgang. Er ist ganz kurz davor, unsicher zu sein. What's up, boss? So, Patriot einmal ungesehen hier vielleicht ein bisschen dichter ran. Ups. Noch ein 80-Tonner. Awesome. Hi. So viel zum Thema ungesehen. Und er schießt auch noch richtig gut, der Awesome. Cyclops Z. Damage is minor, Commander. Das ist schön. Receiving you. Hat noch gar nichts im Kopf bekommen. Acknowledged. Das ändert sich jetzt hoffentlich. All weapons are go. Ja, ein bisschen was. 12 Punkte noch. Also irgendwas im Kopf. Nee, irgendwas stimmt nicht, ne? Der ist noch super gepanzert. Apropos super gepanzert. Unsere Panzerung leidet so ein bisschen, weil da auch noch ein Zeus drauf ballert. Also auf jeden Fall ist der hässliche Awesome erstmal in der Phase 1 erst dran, was uns noch ein bisschen die Gelegenheit gibt, auf ihn zu feuern.
12 Punkte, er hat 40 Punkte Reduktion. Das heißt, ein Medium Laser, sind es 40 Punkte, ja. Das heißt, ein Medium Laser im Kopf würde schon mal reichen. Lifting off. Giving them everything I've got. Ein Medium Laser im Kopf. Eine einzelne Rakete. Und jetzt ist er unsicher. Aber auch dran. Da, bisschen Distanz für seine PPC schaffen. Alle beide. I'm under heavy fire. Gar nicht schlimm. Ready for orders. So, Mikey, den wollen wir auseinandernehmen. Was hast du da im Angebot? Unterbrochene Sichtlinie finde ich nicht so geil. Na, Mikey müsste eigentlich kurz kühlen. Haben wir keine Zeit für. Ich will noch mal gucken, ob wir ihn unsicher bekommen. Aha! Und ihn dann in der Folge umschmeißen können. Standing by. Ah, es sind von überall 95%. Ja, so ein Glück. Move order received. So, einmal umfallen bitte. Target's taken a critical hit. Dankeschön. Mess him up good. Ach Gott. Der ist sofort wieder dran. Oh Mann. Gut, wenigstens lassen die Patrioten ein bisschen in Ruhe. Reporting. Minimal damage. Adels hat dann doch ein bisschen die bessere Deckung. 56 Punkte haben wir zur Verfügung. Aha. Ja, den Cyclops müssen wir ausschalten. Armor, hold it. Seine Kanone gefällt mir nicht. Ready for orders. Ich will nicht in die... in die verstrahlte Zone reinspringen, aber... ich könnte hier auch einen kleinen Sprung rückwärts machen, einen Minisprung. Wie lange hält eine Strahlung an? Für 2 Aktivierungen. Wenn ich mich durchbewege, das heißt, für 3 Runden werden es dann. Nee, finde ich nicht so gut. Dann machen wir hier den Mini-Rückwärtssprung. Confirmed. Wir werden dann wahrscheinlich das Kühlventil aktivieren müssen. Noch nicht. Sehr gut. Er hat keine Deckung. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, damit sind wir die AK-20 schon mal los.
Waiting for orders. So, mal schauen. Jetzt müssen wir einmal kurz stabilisieren, denke ich. What's up, Boss? Hier müssten wir eigentlich auch eine Runde kühlen, Commander? Auf jeden Fall. Der Zeus hat keine Deckung, der Awesome auch nicht. Ah, die sind beide kacke bewaffnet. Das stört mich ja mehr, die Laser wahrscheinlich. So, komm mal ein bisschen zum Tanken nach vorne, auf jeden Fall, würde ich vorschlagen. Moving out. So, und dann können wir wahrscheinlich keinen von den beiden irgendwie auf Anhieb erledigen. Here it comes. Oh, das war ein Doppelkopftreffer. Zwei schwere Laser, das dachte ich jedenfalls. Ich dachte, es hätte sich auf 90 Punkte Schaden summieren müssen, war aber nur ein schwerer Laser, der da getroffen hat. Schade. Aua, wir sehen aber hier ein Dings. Ah, okay. Das ist cool. Und wenn wir den sehen, sollten wir wahrscheinlich auch drauf schießen. Habe ich natürlich gar nicht gesehen, dass Steelhawk da scheinbar Sicht bekommen hat. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie den rechten Torso oder sowas kaputt bekommen. Nee, wir verteilen das lieber alles auf die linke Schulter. Ja. Internals are taking a beating. Jo, genau deswegen ziehen wir dich jetzt auch ein bisschen zurück. Gefällt mir alles nicht so richtig. Ah, ja, doch, doch. Hier hinten ist schon cool. Jo. Oh, das war ein Kopftreffer. Super nice gemacht, Patriot. Receiving you. Noch sind die ungedeckt. Mit dem Center Torso will ich eigentlich nicht direkt nach vorne gehen jetzt. Da schnorren wir uns lieber einen Doppelzug.
Steelhawk tankt. Sehr gut. Reporting heavy damage. Der Teil des Plans hätte also schon mal funktioniert. So, und der Zeus darf noch. Receiving you. Der Zeus hat noch gar nichts abbekommen. Okay, wir haben nicht genug Punkte für einen Called Shot. So, stell dich mal dazwischen. Und dann schauen wir mal, ob hier zufällig irgendwas reingehen möchte. Das war nicht so verkehrt. Reporting. Critical hit. Oh. Showing minor damage. Eigentlich hatte ich einen anderen Plan. Commander? Aber gut, wenn er uns das halt so anbietet tatsächlich. Engaging. Ready for orders. So, versuchen wir es mal. Da war noch ein Kopftreffer. Hell yes. Yes, Commander. So, Patriot, komm ran hier. Wer ist denn in Phase 2 dran? Ja, awesome. Den kann ich auch blöderweise nicht umschubsen. Jo, das reicht auf jeden Fall. Nur vielleicht nicht in die Sichtlinie unseres Snipers laufen. Das sieht er, glaube ich, nicht so gerne. Okay. Target acquired. So, schöner Bauchschuss. One less target. Oder ein paar mehr davon. Aye, aye. Na, bist du eigentlich schon angeschlagen irgendwie? Ja, linke Seite, da kommt, da jetzt gerade ausgerechnet nicht ran. Aber umschmeißen ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht. Können wir ihn sogar ausschalten direkt? Fast. Scored a critical hit. So, das Ding ist, er ist als nächstes dran, ne? Als Last Man Standing für seine Seite.
schießt auch schön auf unseren gerade frisch designierten Tank. Das finde ich nett von ihm. Receiving you. Roger. Schon wieder unsicher, ach Mensch, der Arme. So, können wir jetzt zirkeln? Nee, ist gerade schlecht. Rechte Seite, oh ja, wie es gar nichts gibt. Affirmative. Firing all weapons. Oh, it's fine. So, da haben wir jetzt gerade jetzt vom Patriot ein bisschen Zeit. Let's go. Da ein bisschen einzuwirken. Receiving you. Ja, und der Center Torso ist quasi kaputt. On it. Locked on. Target eliminated. Ausgezeichnet, Commander. Ich kann keine Gegner mehr sehen. Alle Primärziele wurden eliminiert. Mission successful. ...97.000 haben wir verdient, ein Arm wurde leicht beschädigt. Mal gucken, wie viel Struktur fehlt denn da. 13 Struktur, das ist eigentlich nicht so schlimm. Also Paladin, da ersetzen wir einfach die Panzerung. Und dann ist er wieder einsatzbereit. Den brauchen wir jetzt dafür eigentlich nicht rausnehmen. Wir gucken mal, was die nächste Mission wird. Aber in der Wüste, ne, mit Kühlventil... sind Paladin und Adels einfach super. Steelhawk hat keinen Abschuss hinbekommen. Jo. Nicht schlimm. So, was haben wir denn hier? Banshee-Teile. Haben wir da schon fast einen zusammen. Ist auch der schwerste Mech hier. Und was wollen wir noch mitnehmen? Ein Awesome-Teil, da haben wir schon 4. Die rennen uns auch alle naselang irgendwie über den Weg. Ach, viel zu viele Wärmetauscher schon wieder. Okay. So, wir haben noch ein Zeus-Teil bekommen. Ist okay. Und nur 2 Wärmetauscher, dafür 3 PPKs. Ach, den ganzen Kleinkram muss ich auch mal verkaufen irgendwann. Ja, das habe ich mir gedacht. Lady Aranus Vertrag zur Befreiung von Haus Parata und Abwehr von Espinosas Landungsschiffflotte ist in der Kommandozentrale zur Ansicht bereit. Wir sollten einen Blick darauf werfen, wenn sie soweit sind. Wie viele Aufträge haben wir denn hier noch zu erledigen? 1, 2, 3, 4. Und dann können wir nach Vaedry fliegen. Nach Tirlan, das sind 18 Tage. Da ist wahrscheinlich noch irgendein Sprung dazwischen, ne? Ja, da fliegen wir über Mekdur. Machen wir da nochmal Halt? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Die haben einen schönen Markt. Auch wenn es halt wahrscheinlich wieder keine Mission gibt. So, wir schauen mal, was haben wir denn noch für Aufträge? Hier auf jeden Fall noch ein Kampf. Da scheint irgendwie nicht so richtig was abzufallen, leider. Bergung wäre okay.
Das Attentat würde ich gerne machen mit 4,5 Atlas-Schädeln. Da könnte vielleicht was Cooles dabei sein. Basis zerstören. Es bringt immerhin 5 Schrott, aber ich befürchte, dass da eine Menge Türme und sowas dabei sein werden. Na, müssen wir mal gucken. Ich denke, wir werden die alle machen. Und wenn es nur ist, um die Reisekosten irgendwie reinzubekommen. So, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns in den nächsten Kampf mitten in der Wüste stürzen. Macht's gut, bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao.